is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Anmaßende, sorglose Verzögerung. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Der böse Knecht sagt sich, mein Herr kommt noch lange nicht. Er sagt nicht, dass Christus nicht zurückkommen werde. Er verhöhnt den Gedanken an seine Wiederkunft nicht. Doch in seinem Herzen, durch seine Taten und Worte erklärt er, das Kommen des Herrn habe sich verzögert. Er vertreibt aus dem Denken anderer die Überzeugung, der Herr komme bald. Sein Einfluss führt Menschen zu anmaßender, sorgloser Verzögerung. Er verbindet sich mit der Welt. Das ist eine schreckliche Anpassung. Mit der Welt zusammen wird er in der Falle gefangen. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Die Wiederkunft Christi wird die falschen Lehrer überraschen. Sie sagen nämlich, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Wie die Priester und Lehrer vor dem Fall Jerusalems streben sie für die Gemeinde irdischen Wohlstand und Ehre an. Sie legen die Zeichen der Zeit als darauf hinweisend aus. Doch, was sagt das Wort der Inspiration? Dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Über alle Erdenbewohner, über alle, die diese Welt zu ihrer Heimat machen, wird der Tag Gottes als ein Fallstrick kommen. Die Welt von Gewalt und gottlosen Vergnügen erfüllt, schläft tief, schläft in leichtlicher Sicherheit. Die Menschen schieben das Kommen des Herrn weit von sich weg. Sie lachen über Warnrufe. Es wird stolz geprahlt. Es bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Es soll morgen sein wie heute und noch viel herrlicher. Wir werden immer tiefer in die Vergnügungssucht hineingehen. Doch Christus sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Genau dann, wenn die Welt spöttisch fragt, wo ist dein verheißenes Kommen, werden sich die Zeichen erfüllen. Während sie rufen, Friede, es hat keine Gefahr, überfällt sie das Verderben schnell. Während der Spötter, der die Wahrheit verwirft, anmaßend geworden ist, während die verschiedenen Gelderwerbstätigkeiten routinemäßig und ohne Rücksicht auf Grundsätze weitergehen, während der Student sich eifrig um die Vergrößerung seines Wissens über alles und jedes bemüht, nur nicht über seine Bibel, dann kommt Christus wie ein Dieb. The Lord is coming. Are